Die schönsten Erlebnisse waren natürlich die Klassenfahrten, insbesondere die Abiturfahrt, an die erinnere ich mich sehr gern zurück. Ich war damals ins sozialistische Jugoslawien und die Kontakte mit den dortigen Jugendlichen, das waren ganz spannende Geschichten. Ja, sicher gibt es unschöne Erinnerungen. Eine unschöne Erinnerung war beispielsweise, dass ich einmal sitzen geblieben bin in der 7. Jahrgangsstufe, was mich durchaus nachhaltig dann geprägt hat, zu erkennen, ich bin für meine Leistung selber verantwortlich und muss hier auch etwas tun. Es gibt auch unschöne Erinnerungen an die Art, wie Schule damals funktioniert hat, dass sich eben Lehrer oder Schule insgesamt nicht so für den Einzelnen interessiert hat, wenn der mal Probleme hatte. Was mir auch dann wichtig war, als ich selber beschlossen habe, Lehrer zu werden, bestimmte Dinge anders zu machen.